Partei. Das ist ja ein genereller Trend. Weil, also das hat ja Piketty in seinem letzten, in diesem dicken Buch, was er da geschrieben hat, was sehr interessant ist, nachgewiesen, dass sich die Wählerbasis linker Parteien, also links jetzt im allgemeinen Sinne, da sind die Sozialdemokraten auch mit dabei, die Grünen sowieso und auch die, die links von der Sozialdemokratie sind, dass sich die Wählerbasis in den letzten 40, 50 Jahren völlig verändert hat. Früher wurden linke Parteien hauptsächlich gewählt von Menschen, die, ja, weniger Einkommen haben, also unterdurchschnittliches Einkommen, oft auch weniger Bildungsabschlüsse als der Durchschnitt. Das heißt, die, die eigentlich die Hauptleidtragenden der Gesellschaft sind, also Menschen, die wirklich kämpfen müssen, so jeden Monat. Das hat sich verändert. Heute werden linke Parteien im Allgemeinen, wie gesagt, gilt für fast alle Länder, eher von überdurchschnittlich gebildeten, aber auch überdurchschnittlich verdienenden Menschen gewählt. Das hat ja, und die anderen, ja, die fühlen sich von links nicht mehr vertreten und ein Teil wählt gar nicht mehr und ein Teil wählt halt rechts, weil die Rechte auch relativ geschickt diese Leute anspricht. In anderen Ländern noch besser, also noch mehr als in Deutschland, also zum Beispiel die französische Rechte. Le Pen hat ja ein sehr starkes Sozialprogramm auch. Also die machen ganz gezielt Angebote eben für die Menschen, denen es dreckig geht, wo sie dann sagen, okay, ja, die verstehen uns wenigstens noch und reden nicht irgendwie über unsere Köpfe hinweg. Und das ist das Hauptproblem. Also ich glaube, dass die Stärke der Rechten ein Spiegelbild der Schwäche oder auch der falschen Orientierung linker Parteien ist. Und das fängt, wie gesagt, bei der Sozialdemokratie an. Also das ist ja nun mal in allen Ländern immer die stärkste linke Partei gewesen. Ergebnisse. Also ich sehe eigentlich gar nicht, dass die Grünen jetzt in der Breite der Bevölkerung die Helden sind. Also ich meine, die stehen bei den Umfragen bei 15, 16, 17%. Wir kennen das auch. Die stehen immer in den Umfragen viel höher, als sie dann bei den Bundestagswahlen sind. Und selbst wenn es 16, 17%, klar, für uns, die Linke würde davon träumen, dass sie diese Ergebnisse hat, aber im Gesamt der Bevölkerung muss man ja sagen, es gibt doch immer mehr Menschen, die wissen gar nicht mehr, was sie wählen sollen. Also die Nichtwählerzahl wächst. Die 16, 17% sind nur von den Wählern. Also das heißt, ich glaube, ich sehe mehr das Problem, das ist auch das, was mir viele Menschen sagen, dass sie eigentlich in diesem politischen Angebot nichts mehr finden. Und die Grünen sind für viele überhaupt keine Option, weil sie einfach sehen, das ist nicht grün im Sinne von umweltgerecht, naturverträglich, sondern das ist einfach so für eine großstädtische Blase, die relativ gut situiert ist, auch relativ viel Geld hat, für die kann man dann Dinge machen, die können auch vieles mit dem Fahrrad erledigen, die können auch gut isolierte Häuser haben, vielleicht sogar irgendwann mit Wärmepumpe, aber das ist nicht das, was für die Breite der Bevölkerung irgendein sinnvoller Lösungsansatz ist. Um 4 Jahre. Hier werden Dinge kaputt gemacht, die nie wieder aufzubauen sind. Also was deutsche Industrie angeht, was Mittelstand, Handwerk angeht. Also natürlich muss man in der längeren Frist denken. Man muss auch endlich mal wieder eine große Vision haben. Also klar, Klimawandel. Wir brauchen perspektivisch eine andere Form des Wirtschaftens. Aber was wir erleben, ist ein Ökoaktivismus, der sozusagen bei Habeck und anderen dazu führt, dass sie sich als tolle, gute Menschen ansehen und auch fühlen, aber der real nicht nichts bewirkt. Wir gehen ja eher in die falsche Richtung. Also wir haben jetzt die Kohle wieder hochgefahren, wir kaufen Fracking-Gas und dann macht er also Programme, dass alle ihre Heizungen rausschmeißen sollen und überall Wärmepumpen eingebaut werden sollen, was überhaupt nicht funktionieren kann, das sagt jeder Fachmann. Also das ist keine Klimapolitik, das ist wirklich Ökoaktivismus, der niemanden etwas bringt und sehr, sehr teuer ist für die Menschen. Ja gut, die öffentlichen Medien. Na, meine Hoffnung ist, dass sie irgendwann mal selbst begreifen, dass sie sich ihr Grab schaufeln, wenn sie so weitermachen. Also ich meine, ich bin ein Anhänger eigentlich der öffentlich-rechtlichen Medien. Also ich würde nicht jetzt eine Fernsehlandschaft haben wollen, wo es nur Privatsender gibt. Aber inzwischen ist es fast so, dass ich dann froh bin, dass es auch Privatsender gibt, weil die teilweise pluraler sind und wesentlich ausgewogener berichten, auch ausgewogenere Runden zusammenstellen als im öffentlich-rechtlichen. Und das führt ja nur dazu, dass viele Leute das einfach nicht mehr einschalten. Also ich meine, das ist ja deutlich rückläufig. Junge Leute gucken kaum noch Öffentlich-Rechtliches, aber auch bei den Älteren. Ich kriege immer wieder die Rückmeldung, wenn ich wieder mal in der Talkshow war, wieso gehen Sie da überhaupt noch hin? Ist doch ganz schrecklich und meistens ist es ja auch schrecklich. Es gibt auch gute. Also zum Beispiel, wenn wir miteinander reden. Ja, nee, ich meinte jetzt solche... Das sollte ein Gag sein. Also, das sollte ein Gag ja, sein. Unsere allseits bekannten Freunde, die alle moderieren und wo dann wirklich immer das Setting ist, wenn überhaupt sitzt da ein Einziger, der dann vielleicht für Verhandlungen wirbt und es sind dann irgendwie drei, die dazu da sind, auf ihn loszugehen, plus Moderator. Das ist ja nichts, was
eine besondere Diskussionskultur ist. Und die Einseitigkeit ist so mit Händen zu greifen, dass wir ja inzwischen auch tatsächlich Stimmungen haben, die dann sagen, also wieso soll ich diese Gebühren hier noch zahlen? Ich will das nicht, die vertreten mich nicht, ich werde da nicht gehört. So, und das ist ja ein Trend, die AfD fordert das ja auch, also weg mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn die so weitermachen, wird das irgendwann mehrheitsfähig. Also, und deswegen hoffe ich einfach, also auch, dass Journalisten mal begreifen, wenn sie das erhalten wollen, dass sie sich da verändern müssen. Und das Problem ist ja überhaupt, dass wir eben im Journalismus diesen Trend haben. Das ist alles eine Blase. Das kommt eben überwiegend tatsächlich aus einem großstädtisch-grünen Milieu. Und da ist eine unglaubliche Intoleranz und Illiberalität inzwischen an der Tagesordnung. Also auch eine autoritäre Attitüde des Missionierens, der, also wir sagen jetzt mal den Leuten, wie es lang geht. Also wir sind, ich meine, eigentlich sind die Medien, sollten Kontrolleure der Regierung sein und nicht Erziehungsbeauftragte des Volkes. Und das machen sie halt nicht. Da gibt es mal einen schönen Satz, was Journalisten zu sein haben und wer wohl in der großen Koalition als Schwarz-Gelb und immer sehr für einen Regierungswechsel plädiert. Natürlich wollten wir in eine andere Richtung als die Ampel jetzt gehen. Trotzdem meine Frage, was würdest du denn als positiv sehen? Gibt es sowas überhaupt oder sagst du, nee, ein einziges Versagen? Also ich muss sagen, ich finde, das ist die schlechteste, mit Abstand schlechteste Regierung, die wir je hatten. Also ich war ja nun wirklich keine Anhängerin von Frau Merkel. Wir waren ja beide damals Fraktionsvorsitzende, haben sie immer wieder angegriffen. Aber rückwirkend muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was heute läuft und auch im Vergleich zu der Inkompetenz, die wir jetzt so erleben, auch in Schlüsselministerien wie dem Wirtschaftsministerium, ich finde das nur erschreckend. Also ich meine, wenn man jetzt, das wäre aber dann zynisch, also wenn etwas weitergegangen ist, dann ist es die Ernüchterung der Menschen über eben diese Parteien. Also sag mal, die Illusion, dass das irgendwie was Positives bewirkt, die ist, glaube ich, die ist vielen Menschen genommen worden. Aber das ändert ja noch nichts. Aber sag mal, alles, was ich jetzt sehe, was gemacht wird, also vielleicht gibt es irgendein Gesetz irgendwo, weiß ich nicht, kann man irgendwas finden, was auch mal gut war. Aber ehrlich gesagt, der Trend der Entwicklung, den halte ich für richtig gefährlich. Wir bedrohen zurzeit unsere wirtschaftliche Substanz. Also es ist nicht klar, ob Deutschland in den nächsten 10 Jahren noch zu den führenden Industrieländern gehören wird. Und da sind schon Dinge falsch gelaufen bei Frau Merkel, völlig klar. Aber das, was jetzt gemacht wird, ist noch einen ganzen Zacken schärfer. Ich habe ja damit nicht. Nein, die Leute haben ja Gespür für Realismus. Also es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie völlig aberwitzige Forderungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, was weiß ich, bedingungsloses Grundeinkommen, jeder kriegt 1.500 Euro, sagen die Leute, ihr spinnt. Also ich meine, klingt schön, man weiß, das geht nicht. Also es geht schon um realistische Vorschläge. Aber es geht eben darum, dass man die Themen und die Probleme der Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht zum Beispiel irgendwelche Ökoprogramme mitentwirft, die dann bei den grünen Wählerschaften gut ankommen, die aber dann meistens eben dann sowieso grün wählen. Und wo aber der Normalmensch sagt, ja gut, also E-Auto ist ja schön, kann ich mir aber schlicht nicht leisten. Und meistens sind es ja auch die E-Wagen als Zweitwagen oder man hat eben wirklich ganz viel Geld, dann hat man einen E-Wagen mit großer Reichweite, aber das ist doch nicht für jemanden auf dem Land. Und dem kann ich auch nicht erklären, der soll mit dem Bus fahren. Also ich wohne ja auf dem Dorf jetzt. Also da kommt zweimal am Tag immerhin noch ein Bus, das ist ja schon erstaunlich. Aber ehrlich gesagt, ich würde auch nicht mit dem Bus einkaufen fahren, der fährt nämlich früh und abends einmal. Das heißt, das ist natürlich keine Option. Die Leute brauchen ihr Auto, die haben ihren Verbrenner und wenn dann irgendwelche Linken erzählen, also ist ja schön, wenn Diesel immer teurer wird, weil der Verbrenner sowieso böse ist und sie sollen doch gefälligst entweder Fahrrad fahren oder E-Auto, dann haben die das Gefühl, die wissen gar nicht, die Linken wissen nicht, was los ist. Eigentlich ist ja da die linke Position, dass der öffentliche Personen- und Nahverkehr so... Der Wähler ist bekloppt. Der Wähler in diesem Land ist bekloppt. Die wählen ihre eigenen Totengräber. Sind die alle nicht ganz dicht oder was? Ich will doch nicht die grüne Scheiße. Die grüne Scheiße.